Ja, Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hardcore by First Special Card Guy. Heute wirklich in der absoluten Hardcore-Behindie-Edition. Es ist in der letzten Zeit viel abgestoßen worden und da haben wir uns gedacht, hey, wir packen einfach mal drei Icons ins Team. Beste Idee ever. Moin, Steini. Neun Leute, ich bin heute auch wieder am Start. Erinnert ihr euch noch an den Tag, als Broski vergessen hatte, sein Mikrofon aufzunehmen? Heute bin ich der Depp, der das vergessen hat. Hahaha, ich muss sagen, Broski ist echt so cool. So ist das, Freunde. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn ja, dann smasht ihr mal einen Daumen. Vielleicht schaffen wir ja 10.000. Würde ich feiern, dafür, dass wir so behindert sind und hier insgesamt jeder drei Icons riskieren. Bin ich dumm. Mal gucken, was das wird, Freunde. Ihr könnt natürlich gerne, morgen kommt das online, das Video beim Steini abchecken. Das kommt am Mittwoch online, das ist ein Tagchen später. Da haben wir auch was sehr Nettes aufgenommen. Und ich würde sagen, nicht viel rumlabern, nicht viel Attacke machen. Ihr wisst Bescheid, wie Hardcore Buy für Special Card geht. Wir bestellen die Qualität auf Special und suchen dann einfach auf dem Transfermarkt und der Gegenüber muss uns dann ein Zählchen sagen. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Dann würde ich sagen, ich gehe auf die erste Position. Ist direkt wichtig. Und dann, wenn es geladen hat, ja? Oha, ja. Eins, weil du die Nummer 1 bist. Alter, hier sind drei Ultragranaten und du gibst mir den absoluten Mülleimer, ne? Geil. Holy shit, hättest du dir 5 genommen, dann, sagen wir mal so, wäre eine 4. Icon gewesen. Dir reicht eine Ikone, um mich zu schlagen. Huiuiui. Ja, du kannst. Ja, komm, mach mal die 3! Ich liebe dich für diese Karte. Nice. Hey, Gönnermodus. Ich bin, bei der nächsten Position da. 5. Ja, ist okay. Ja? Ich sag mal so, ich bin halt froh, es ist keine Champions League Karte. Das ist schon mal cool. Ne? Also, so, ist gekoppt der Lachs. Kannst. Hoffentlich triffst du was Schlechtes. Ich liebe es, gegen dich zu verlieren. 1. Jawohl, der Allerschlechteste. Heute ist schnell der Lachs. Nice, sag mal. 2. Wieso? Warum? Das, den hatte ich gerade schon. Das ist so eine Null. Alter. Ey Gott, das ist wieder. Na, das ist wieder ein Spieler, der hat 3 verschiedene Karten mit dem gleichen Rating. Hilfe. Welcher ist es? Ist es er hier? Ja. Ja, ist drin. Super. Bitte was Schlechtes jetzt. Komm, mach mal die 2. Willst du mich verarschen? Ich bin in deinem Kopf drin. Ich bin in deinem Kopf. Ich werde so viele Ikonen abstoßen, weil du einfach besser bist als ich. Da mach ich eine wichtige Position, ne? Ja. 2. Ach. Mann. Was ist das? Ach, da waren halt wieder echt gute dabei. Und du gibst mir wieder einen Scheißhaufen, ey. Oh, hab ich sogar im Verein. Geil. Ja, Abfahrt. Ja, du kannst. Egal, was kommt, ich verliere ehrenhalber. Die 3. Halb. Ich habe bis jetzt erst eine, wenn die läuft. Supi! Ich, ja. Wow. 4. Nein! Boah! Es war 5-mal der gleiche Spieler drin. Ja, ich glaube, den habe ich sogar auch im Verein. Habe ich auch im Verein. Ist drin. Ja. Super! Juhu, alle schlecht und du kannst gewinnen. 1. Hype! Ich muss sagen, ich habe meine Icon ziemlich asozial positioniert, dass ich schön viel Chemistry bekomme. Ich dachte, du willst die Ehrenmann-Kommentare farmen und stellst ein bisschen kunterbunt auf. Ich habe schön die Icons so platziert, dass hier Chemistry seine Urgroßmutter drankommt. Und jetzt gönn bitte einen guten Keeper. 2. Ja, ist okay. Ja, doch. Ja, also das Ding ist, es ist halt IO. So, ne? Also ich meine, ich habe nur eine Champions League-Karte. Das ist für dieses Format zu krass. Aber so wie du aktuell drauf bist, könntest du mich mit jedem Team schlagen. Wie ich aktuell drauf bin. Du bist krass. Ich? Du kommst einfach gut klar mit dem Game. Wieso komme ich denn gut klar mit dem Game, Alter? Ich kriege jeden Sonntagabend einen Nervenzusammenbruch. 2. Ja, ist okay. Scheiße. Ah! Oh ja, könnten. Oh, ja. 6. Bronze-Info habe ich. Alter. Ich muss den suchen. Ich habe den Namen vergessen. Ach, nö. Aber es war sofort klar, ne? Ist drin. Ist drin. Sieht gut aus. Hat einen Link. Willst du mich verarschen? Was ist das wieder für eine Auswahl? 4. Ja, Mau, danke. Hast mir den besten gegeben. Oh. Alles klar. Letzte Position. Let's go.
3. Ah, geht schon. Du kannst. 4. Let's go. Ich muss einfach hoffen, dass dein Team beschissener ist als meins. Ich würde sagen, wir sehen uns im Game. Ich habe einfach meine Icons einfach so gestellt. Du hast eine 4. gekriegt? Lol. Hä, du hast voll die guten Spieler gekriegt. Also wenn du dir meine Scheiße anguckst, ne? Der Bronze ZDM. Hey! Ja! Nein! Was? Was? Wieso macht er ihn nicht? Hey! Der war gut, den musst du mir mal zeigen, ey. Komm, Kloibert! Ja, hui! Hahaha, ich bin so viel schlechter als du. Traurig ist, ich wollte einen Time-Finish machen, hab's verkackt. Egal! Funktioniert! Oh oh, oh oh, nein. Vielleicht ist es halt ehrlich Mobbing. Ja, aber der macht einen guten Job da, ne? Ja! Hat ihm zwar absolut die Birne weggepüllt, aber... Mobbing. Mobbing auf deinem Team. Oh. Ja! Mann, dann mach doch den anderen rein, aber doch nicht so. Och, Mann. Muss sagen, dass das kein Skill, sondern nur Luck war. Ja. Och, Rutz, kein Finish. Da bin ich momentan richtig gut. Die waren so gut letztes Jahr. Ja. Haben halt unglücklicherweise... Dankeschön. Wir haben halt unglücklicherweise halt einfach die Hälfte des Teams verkauft. So, ohne Not, ne? Und mir dann einfach so ein Mascarell für 12 Millionen und 4 Millionen Jahresgehalt holen über 4 Jahre, der halt einfach sportinvalid ist. Das sind für mich die guten Deals. Ja? Oh, ist das geil gespielt. 4 Pässe hintereinander. 5, 6, 7. Oh, und fast der 8. Ah! Nein, ist keiner für... Was, der wäre ja fast reingegangen. Das ist Prime Storchkopf, ne? Clarence! Ich bin so schlecht. Ah, hui. Kannst du nicht so an der Ebene. Yeah! Das war's dann mit den Ikonen. Hui! Wenn 4-1 wäre auch so ein lächerliches Ergebnis für den Spielverlauf gewesen, aber... Egal! Nein, komm, jetzt mach nicht noch ein Tor. Nein! Aus! Pfui! Nein. Pfui! War mal wieder spielerisch geglänzt, hinten nichts anbrennen lassen. Das ist halt ja ein super solides Spiel. 5 Torschüsse, 3 Tore bei mir, ne? Das sehe ich selten, aber nehme ich mit. Oh, ich hab dich an den Eiern, ich weiß, was ich nehmen werde. Oh ja. Safe Call, eine Icon snipe ich dir weg. Oh Steini, deine Icons sind jetzt weg. Hast du umgestellt? Leute, Broski hört mich gerade nicht. Ihr redet mit meinem Gedächtnis, aber ich gebe zu, alles ist fake. Wer ist deine beste Icon vom Preis her? Ah, du hast ja 4 sogar, ne? Er wird meinen Torwart und den Stürmer nehmen und somit 2 Ikonen treffen. Was mit den beiden Innenverteidigern? Uff, da wurde ich doch noch gesaved. Aber vergesst eines niemals, Freunde. Alles ist fake. Ich jetzt 2 hab. Rechts, da steht Golubin. Und links stand der gute Tarkowski. Wow. Wow. Wo standen die? Einer stand im Tor, einer in der rechten Verteidigung, einer im linken Sturm und der letzte stand ganz vorne im Sturm. Aber ich muss sagen, die Niederlage habe ich verdient, weil du einfach der bessere Spieler bist. Wow. Ach man, normalerweise stellt man immer was Gutes in die Verteidigung. Das gibt's doch nicht. Der Torwart stand auch vorher in der Innenverteidigung, habe den in letzter Sekunde umgestellt. Toll. Und wenn ich was auf die Keeper-Position stelle, ist es halt ein Prime-Hullet. Ja, toll. Tschüss. Bin raus. Bin sauer!